Ich demonstriere heute hier auf dem Münsterplatz mit Tausenden von Menschen und mit den Landwirten aus unserer Region für gentechnikfreies Essen auf dem Teller und für Gentechnikfreiheit in der Landwirtschaft. Heute zeigen wir Forschungsministerin Annette Schavan hier in Ulm die rote Karte. Frau Schavan lässt sich zur Handlangerin der Gentechnik und der Agrokonzerne machen. Für mich völlig unverständlich, wie das mit einem katholisch-christlichen Weltbild zusammenpasst, wenn man mit der Gentechnik die Hand an die Schöpfung legt. Der Verbraucherinnen, die Unabhängigkeit unserer Landwirte und auch die Artenvielfalt nicht den Profitinteressen von großen Konzernen wie Monsanto opfern. Hier, um für eine gentechnikfreie Landwirtschaft zu kämpfen. Gentechnik macht unsere Landwirtschaft zum Freilandlabor und uns Menschen, die in der Region leben, mit. Und dieses Risiko wollen wir nicht eingehen. Deshalb kämpfen wir grenzübergreifend Ulm-Neu-Ulm gegen die CDU-CSU-Obermacht für gentechnikfreie Landwirtschaft. Die Mehrzahl der Bauern möchte keine Gentechnik auf ihren Feldern anpflanzen. Deshalb gilt für uns ganz klar Gentechnik, nein, danke.